So, guten Morgen, Leute. Ich habe mich lange nicht zu Wort gemeldet. Deshalb habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, ein Video zu machen. Und ich habe mir dieses kleine Büchlein ausgesucht. Ich habe ja schon zwei Videos gemacht über Werner Heisenberg, die mir selber ganz gut gefallen haben, einfach weil man da so ein paar, weil ich selber ein paar Sachen über Werner Heisenberg mir wieder in Erinnerung gerufen habe, die ich schon lange vergessen hatte. Und genau dasselbe will ich jetzt auch in diesem Video machen. Und zwar habe ich eben jetzt eine andere Schrift von Werner Heisenberg nochmal mir zu Gemüte geführt. Das sind alles Schriften, die ich schon in meiner Jugendzeit gelesen habe. Aber gerade bei dieser Schrift, die hat mir nie so besonders viel Eindruck gemacht. Aber jetzt gerade, nachdem ich sie gelesen habe, hat sie mir doch eine ganze Menge Eindruck gemacht. Diese Schrift hat. Die ist erst im Jahr 1989 erschienen. 1989 aus dem Nachlass herausgegeben worden von einem Helmut Rechenberg. Ich glaube, das ist ein Schüler von Werner Heisenberg. Helmut Rechenberg, genau. Und das ist eine Schrift, die hat Werner Heisenberg in den Jahren 1941 und 1942 geschrieben. Das ist ja die Zeit, als er in dem deutschen Atomprogramm tätig war. Also als die darauf gekommen waren, dass die Kernenergie sehr viel, dass ein Atomkern sehr viel Energie enthält und wenn man den spaltet, dass man dann diese Energie freisetzen kann, entweder zu friedlichen Zwecken oder zu militärischen Zwecken. Und hat es ja ganz viel Diskussion gegeben, was hat denn der Werner Heisenberg da eigentlich gemacht und war er zu dumm, um eine Atombombe zu bauen oder wollte er es nicht? Und so weiter. Und das ist aber jetzt nicht mein Thema. Ich sage nur, in dieser Zeit hat er sich auch mit philosophischen Fragen beschäftigt. Und wenn man diese Schrift gelesen hat, dann weiß man, was Werner Heisenberg in dieser Zeit gemacht hat. Also da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel dran. Und weil wirklich, das ist eine geniale Schrift. Also als ich diese Schrift wieder gelesen habe, ist mir so bewusst geworden, also Werner Heisenberg ist wirklich einer der genialsten Menschen des 20. Jahrhunderts gewesen. Und zwar jetzt nicht nur als Wissenschaftler, sondern als Mensch. Und das will ich jetzt gleich hier vorstellen. Also einleitend wäre noch zu sagen, das ist hier, die Einleitung ist auch sehr gut, woran man sieht, dass dieser Helmut Rechenberg nicht, wie soll ich sagen, nicht der Dümmste ist. Also der weiß schon, was er hier macht. Ne? Also der weiß auch um die Bedeutung dieser Schrift. So, das muss man, das ist alles nicht selbstverständlich, glaube ich. Und er hebt zum Beispiel hervor, das hatte ich habe diese, alles, was ich jetzt hier sage, habe ich bisher nie verstanden gehabt. Ich bin im sechsten Lebensjahrzehnt und habe sehr vieles immer noch nicht verstanden. Also, Leute, bereitet euch darauf vor, wenn ihr noch älter werdet. Es könnte sein, dass man noch vieles dazulernt. So, ja, hier sind viele. Also, hier zum Beispiel ist hier ein Zitat, bringt er hier, der war da in so einem. Also er war ja Professor in Leipzig und dort gab es einen Kollegenkreis, die sich regelmäßig getroffen haben. Und da gab es den Mittelalterhistoriker Heimpel, der ist mir auch noch irgendwie als Name bekannt. Mit dem gab es einen Briefwechsel und da hat er dem geschrieben. Ah, der hatte ihm ein Buch zugesandt, Deutsches Mittelalter. Und da schrieb der Heisenberg ihm darauf. Sehr gefallen hat mir in Ihrem Buch die Stelle über das Zeitgefühl des Mittelalters. Im Gegensatz zu unserer Epoche. Dabei kam mir im Augenblick der Gedanke, es könnten, warten Sie mal, Anfang 1942 hat er das geschrieben. Schade, das genaue Datum ist gar nicht angegeben, aber das wäre auch wieder spannend. Jedenfalls, ah nee, am 1. Oktober 1941 hat er das geschrieben. So, dabei kam mir im Augenblick der Gedanke, es könnte sich in naher Zukunft noch einmal eine solche Umwandlung vollziehen, denn vielleicht erkennen wir Menschen eines Tages, dass wir tatsächlich die Macht besitzen, die Erde vollständig zu zerstören. Dass wir also durch eigene Schuld durchaus einen jüngsten Tag oder so etwas, was ihm nahe verwandt ist, heraufbeschwören können. Doch es ist wohl noch Fantasterei, das zu denken. Na klar. Also hier steht im Hintergrund, da hat er sich mit der Möglichkeit der Atombombe beschäftigt, ganz ohne Frage. Und er hat auch gleich gemerkt, dass da eine ganze Menge an moralischen Schlussfolgerungen und so weiter daraus folgen. Aber gut. So, ich will nur so ein bisschen andeuten, was alles im Hintergrund dieser Schrift steht.
Er zitiert vor allem, das fand ich so spannend, er zitiert Konrad Lorenz, der war damals noch kaum bekannt. Ja. Ich habe gerade einen Aufsatz über Heumer von Ditfurth geschrieben. Der Heumer von Ditfurth war ein guter Freund von Konrad Lorenz, aber bis zum Jahr 1961 war er Wissenschaftler an der Universitätsklinik in Würzburg und hatte noch nie, als Psychiater, hatte er noch nie den Namen Konrad Lorenz gehört. Also Wissenschaftsgeschichte ist schon sehr auffallend. Da gibt es schon sehr auffallende Dinge. Und der Konrad Lorenz hat eigentlich erst das Weltbild beim Heumer von Ditfurth hervorgerufen, was er dann vertreten hat, nämlich die evolutionäre Erkenntnistheorie, den hypothetischen Realismus. Hypothetischer Realismus heißt, das muss man sich auch deutlich machen, wenn man diese Schrift verstehen will, denn in dieser Schrift redet eigentlich Werner Heisenberg davon, aber das ist noch sehr unklar. Also man konnte damit noch gar nicht umgehen. Das war eine ganz neue Sache. Und zwar, der hypothetische Realismus sagt, also es ist sehr plausibel, eine unabhängig von uns existierende, real existierende Außenwelt anzunehmen. Es ist sehr plausibel. Ja? Es gibt auch keine plausiblere Annahme, aber es ist dennoch hypothetisch. Wir können es nicht beweisen, dass es eine außerhalb von uns existierende Wirklichkeit gibt. Das ist eine sehr sparsame Erklärung, eine sehr bescheidene Erklärung. Ja. Und vor allem ist es die Lösung von Jahrhunderte, Jahrtausende alten philosophischen Problemen gewesen. Ne? Also da gibt es eben eine philosophische Strömung, die hat immer schon gesagt, die Welt ist nur unsere Vorstellung. Schopenhauer, ja, die Welt als Wille und Vorstellung. Alles, was wir sehen, oder genau, die Welt ist nur unsere Vorstellung, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, also alles das, was ist und was mein Sein selber ist, alles nur Vorstellung, ja, ob es das wirklich gibt, kann man überhaupt nicht sagen. Und andere sagen, ja, also die Klotzmaterialisten, die sagen natürlich, es gibt eine real existierende Außenwelt und sonst gibt es gar nichts. Alle seelischen Vorgänge im Menschen, wo eben so, wo man plötzlich das Gefühl haben könnte, ja, der große Reichtum ist ja in mir, der ist ja gar nicht außer mir, sondern der ist in mir, der existiert gar nicht. Ne? So, diese beiden Strömungen hat es immer gegeben und das ist durch den hypothetischen Realismus und durch die evolutionäre Erkenntnistheorie eigentlich geklärt worden, die Frage. Das ist. Na, wer weiß das? Also wer redet über sowas eigentlich? So, und davon war die Wissenschaftsvermittlung von Heumer von Ditfurth im tiefsten Innern, das war das Grundverständnis der Art, Wissenschaft zu vertreten, wie Heumer von Ditfurth das gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass der keine Nachfolge gefunden hat. Das ist ganz merkwürdig, dass es ganz wenige Naturwissenschaftler oder auch Naturwissenschaftler gibt, die heute Naturwissenschaft der Öffentlichkeit gegenüber erklären, die ein philosophisches Grundverständnis haben, das irgendwie dem nahe kommt, was Heumer von Ditfurth ganz selbstverständlich verkörpert hat, nämlich den hypothetischen Realismus. Und woraus eben so viel folgt, ja, es folgt daraus eine große Ehrfurcht vor unseren Erkenntnismöglichkeiten. Diese Erkenntnismöglichkeiten, die wir besitzen, die sind evoluiert. Das sagt eben die evolutionäre Erkenntnistheorie, ne, die ist in der Evolution entstanden. Wie wir denken können, also alles das, die a priori Erkenntnismöglichkeiten, die Immanuel Kant also von denen Immanuel Kant ausgegangen ist, die sind in der Evolution entstanden. Ne? Dass wir alles, was wir sehen, in Raum und Zeit einordnen, dass wir alles nach Ursache und Wirkung analysieren, das ist uns angeboren und das ist durch die Evolution entstanden. Und genau diese Grundgedanken, den hat auch Werner Heisenberg schon rezipiert im Jahr 1941. Und da ist ja gerade erst publiziert worden von Konrad Lorenz. Und Konrad Lorenz war damals nicht so bekannt. Und wie gesagt, sogar im Jahr 1960 konnte ein in der Psychiatrie forschender junger Assistenzarzt noch nie etwas von dem Namen Konrad Lorenz gehört haben. So, aber Werner Heisenberg ist da schon ganz vorne mit dabei. So, das sind so Sachen. Und ja, und dann wollte ich aber noch eins vorlesen. Vor allem macht sich Werner Heisenberg in dieser Schrift, das will ich aber jetzt gar auch wieder nicht behandeln, macht er sich ganz viele Gedanken über Sprache und Sprachphilosophie. Also was kann Sprache eigentlich, ist Sprache eigentlich genau genug, um sichere Erkenntnis zu liefern? Und er sagt, nein. Also ich habe fast das Gefühl, dass in dieser Schrift schon alle sprachanalytische Philosophie, die heute so eine große Rolle spielt in der Mainstream-Philosophie, dass die eigentlich hier schon größtenteils, dass das Wesentliche schon gesagt worden ist. Also ich kann wenn ich die Relativitätstheorie mathematisch erfasst habe, dann kann ich durch Sprache noch so viel dazu sagen, ich werde es mit der Sprache nicht auf den Punkt bringen können. Ja? Genauso mit der
Mit der Quantentheorie. Naja, aber das ist auch wieder ein Thema. Aber da macht er sich, da gibt es ein ganzes Kapitel nur über die Sprache und was die Sprache eigentlich sagen kann und was sie nicht sagen kann. Und dass die Sprache immer etwas Vages ist und auch oftmals zweideutig ist und so weiter und so weiter. Also das ist schon sehr interessant. Das habe ich auch noch gar nicht voll verstanden, deswegen will ich es auch gar nicht vorlesen. Also da habe ich so das Gefühl, da könnte ich selber noch, müsste ich mich noch mehr reinarbeiten, um das wirklich nachvollziehen zu können. Ach, wo finde ich denn das jetzt? Aber was mir wichtig ist, ist, dass er auch über Goethe, also diese Schrift hier ist sehr stark von Goethe mit beeinflusst und da gibt es, aha, hier, der Physik wird sich zunächst, der Physiker, achso, also der Helmut Rechenberg schreibt hier in der Einleitung, der Physiker wird sich zunächst über die wichtige Rolle wundern, die der Autor, dem großen Dichter und Amateurwissenschaftler Goethe bei der Organisation seiner Gedanken zuweist. Heisenberg verehrte Goethe schon seit frühester Jugend, als er im Juni 1925 nach Helgoland fuhr, um seinen Heuschnupfen zu kurieren und die Quantenmechanik mal ebenso zu entdecken, befand sich der westöstliche Divan in seinem Reisegepäck. Heisenberg besaß später das Gesamtwerk des Dichters in seiner Bibliothek. Das Gesamtwerk. Er las die großen Romane ebenso sorgfältig wie alle Dramen. Er kannte den Faust und viel Lyrik auswendig und Eckermanns Gespräche. In der Familie wurden die verschiedenen Versionen der italienischen Reise vorgetragen. Zitat: Goethe hat ihn durch sein ganzes Leben begleitet, sagt seine Ehefrau Elisabeth Heisenberg. Gut, und das nur noch dazu. Also, und das ist deshalb wichtig, weil er eben nicht nur ein Fachidiot war, nur einen Tunnelblick hatte, sondern er war kulturell tief gebildet und hat sich von Goethe das Weltbild beeinflussen lassen. Und das ist ja deshalb, finde ich, sehr interessant, weil hier einer ist, der aus den exakten Wissenschaften kommt und mit der Farbenlehre von Goethe was anfangen kann. Der Goethe hat ja den Newton, die Farbenlehre von Newton, da hat er sich ja dran gestoßen und gerieben und dran abgearbeitet. Und die meisten heutigen Naturwissenschaftler sagen, was hat der Goethe da? Entschuldigung, das ist ein bisschen peinlich, was der Goethe da gemacht hat. Oder, also ganz ehrlich, ich habe mich damit nie richtig beschäftigt, aber ich weiß nur, dass alle möglichen Leute sich mit dieser Farbenlehre beschäftigen. Und ich, zu meinem großen Erstaunen, entdecke ich in dieser Schrift, dass der Werner Heisenberg eine super Idee hat, wie man beide Theorien, nämlich die Farbenlehre von Goethe und die Farbenlehre von Newton, wie man die miteinander, dass die nicht im Widerspruch zueinander stehen, dass man die miteinander, dass das einfach zwei unterschiedliche Erklärungsmodelle der Welt sind. Und das ist auch der Grundgedanke dieser Schrift, ne? Die Schrift heißt Ordnung der Wirklichkeit. Und der Grundgedanke ist, dass und die Wirklichkeit, die wir erforschen und in der wir leben, dass die in unterschiedlichen Schichten aufgebaut ist. Da, ich frage mich, wenn ich diese Schrift lese, ob der nicht Nikolai Hartmann gelesen hat. Nikolai Hartmann hat zur gleichen Zeit auch dieses Schichtenmodell der Wirklichkeit gehabt und später Karl Raimund Popper, Konrad Lorenz sowieso. Also das sind so Gedanken, die damals im Raum, die bei naturwissenschaftsnahen Menschen damals eine Rolle gespielt haben, nämlich der Schichtenaufbau der Wirklichkeit. Und zwar geht er das dann anhand von Goethe durch. Der Goethe hat das scheinbar auch schon so gesagt, ne? Also es gibt da die goetheschen Bereiche der Wirklichkeit, heißt hier ein Kapitel. Ja, kann man ja mal kurz da mal ein, der zitiert er dann nämlich Goethe. Nochmal, wollen wir das mal aufschlagen. Genau. Also da gibt er hier ein Zitat von Goethe an der Farbenlehre, genau. Und zwar, also dass eben, der Goethe hat es auch schon gesehen, dass die Welt in Schichten aufgebaut ist. Muss ich das alles vorlesen hier? Alle Wirkungen, von welcher Art sie seien, die wir in der Erfahrung bemerken, hängen auf die stetigste Weise zusammen, gehen ineinander über, sie undulieren von der ersten bis zur letzten. Also alle Schichten der Wirklichkeit. So. Sie reihen sich aneinander. Wir versuchen es auszusprechen. Alles Zitat Goethe jetzt. Zufällig, erste Schicht. Mechanisch, zweite Schicht. Dritte Schicht. Physisch. Dann kommt chemisch, organisch, psychisch, ethisch, religiös, genial. Das ist Goethe. So. Und an diesem Schichtenmodell von Goethe, das benutzt der Werner Heisenberg in dieser Schrift als Orientierungspunkt, um diese verschiedenen Schichten der Wirklichkeit durchzugehen und zu sagen, also seine Grundaussage, Ordnung der Wirklichkeit, ist, die Grundaussage ist, jede Schicht hat ihre eigenen Gesetze. Und sie sind komplementär zueinander, diese Schichten. Also sie dürfen sich nicht widersprechen. Also es darf kein,
Also die Physik, also die Chemie muss den Gesetzen der Physik gehorchen und die Biologie muss den Gesetzen der Chemie gehorchen, aber es kommen zusätzliche Gesetzmäßigkeiten dazu, die man in der jeweils unteren Schicht nicht findet. Und so geht es dann immer weiter. Das ist auch übrigens, Edward O. Wilson hat das genauso gesehen. Das Psychische muss dem Organischen, also dem Biologischen, darf den Gesetzen der Biologie nicht widersprechen, aber beim Psychischen kommt noch was Neues dazu. Dann hat er hier das Ethische. Das geht der Heisenberg alles durch. Und das könnte man jetzt die ganze Schrift so auf dieser. Das ist sehr interessant, was er im Jahr 1941 zu jeder dieser Schichten sagt. Insbesondere natürlich zur Quantentheorie. Das ist das Zufällige, ganz am untersten. Ja, dass die Welt auf der untersten Ebene, dass da ein Zufallsprinzip da ist. Dann kommt das Mechanische, also die Newtonsche Physik, wozu der Heisenberg natürlich auch sehr viel zu sagen hat als Physiker. Was für mich alles, wo ich erstmal, na, ich hab das erstmal so zur Kenntnis genommen, aber ich kann nicht sagen, dass ich das alles schon verinnerlicht hätte. Und ganz ehrlich, ich wusste die ganze Zeit nicht beim Lesen dieser Schrift, worauf will er eigentlich hinaus? Was soll das? Was will er denn eigentlich? Und jetzt aber im letzten Kapitel wird es klar, im allerletzten Abschnitt. Ne, dann hat ja Goethe, als letzte Schicht kommt das Geniale. Ne? Also da kommt das Ethische, dann das Religiöse und zum Schluss das Geniale. Und darauf will Heisenberg hinaus. Das muss man erst mal verstanden haben. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man natürlich, was diese tolle Schrift, was das wirklich für eine tolle Schrift ist. Und zwar, darauf will ich jetzt, und das wollte ich so ein bisschen herausarbeiten. Genau, also ich überspringe alles und gehe gleich zum letzten Abschnitt, zum allerletzten Abschnitt. Und der heißt die schöpferischen Kräfte. Ja, ich habe immer so ein paar Sachen unterschrieben, das sind so tolle Sachen hier. Man könnte. Also, nachdem nun dies alles gesagt ist, muss schließlich noch von der obersten Schicht der Wirklichkeit die Rede sein, in der sich der Blick öffnet für die Teile der Welt, über die nur im Gleichnis gesprochen werden kann. Man könnte auch eben ein Gleichnis hier an den Anfang stellen und von der Schicht der Wirklichkeit sprechen, die uns mit der Ewigkeit verbindet. Also, man darf hier immer im Hinterkopf behalten, wenn das ein ganz normaler Physiker liest, kann der da noch mitgehen? Also Heisenberg will hier nicht irgendwelche religiösen Leute überzeugen, sondern im Hinterkopf ist immer die Frage, Positivisten, wissenschaftliche Positivisten, sind die sozusagen mehr oder weniger, also können die wirklich da Einwände dagegen erheben? Und natürlich, wenn man hier von der Ewigkeit redet, das ist Widersprach, da kann man erstmal wieder Sprachphilosophie betreiben. Was ist denn mit Ewigkeit gemeint? Welche Wirklichkeitsschicht, von welcher Wirklichkeitsschicht aus rede ich über Ewigkeit? Ich kann Ewigkeit als Physiker sehen. Natürlich, es gibt ja ein mathematisches Zeichen für Unendlichkeit und auch für Ewigkeit. Aber ist diese Ewigkeit gemeint oder noch eine andere und so weiter? Also das geht da eben alles sehr gründlich durch und dabei immer mit dem Hinterkopf, also ein Positivist muss dem grundsätzlich zustimmen können, was er hier sagt. Und das ist der große Anspruch, den er in dieser Schrift verfolgt. Und gleichzeitig soll ein Anhänger von der Weltanschauung des Herrn Goethe genauso folgen können und zustimmen können. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch. Und wir werden gleich sehen, was das alles damit verbunden ist. Denn ich glaube, der tiefste Grundgedanke dieser Schrift ist, das ist die Philosophie der Zukunft, die Weltsicht der Zukunft. Da kommt gleich ein Zitat, aber jetzt ist mir gerade eingefallen, ganz am Anfang sagt er nämlich auch noch was total Schönes, wo man denkt, wie kommt ein Physiker dazu, solche Dinge zu schreiben? Ja? Und zwar am Anfang die verschiedenen Bereiche der Wirklichkeit. Dass die uns umgebende Welt einfach und einheitlich sei, ein Garten, den wir von der Geburt bis zum Tod durchwandern, uns gewachsen zur Lust oder zur Beschwerde, das wird uns heute nicht mehr gelehrt. Also zumindest nicht in der Wissenschaft. Zu Bedenken und Zweifeln an dieser Einfachheit durch die Wissenschaft geneigt oder durch die Stürme der Zeit gezwungen, besinnen wir uns darauf, dass sich schon in unserem eigenen Leben die Wirklichkeit mehrfach geändert hat. Und da geht's schon los, da wird's schon richtig. Richtig fett philosophisch. Nicht nur allmählich wie eine Landschaft, die wir durchwandern, sondern plötzlich und unvorhergesehen, dass diese Veränderungen vielleicht eine tiefe Beunruhigung im Bewusstsein hervorgerufen,
vielleicht die harmonische Einheit unseres Lebens gefährdet haben. Also Heisenberg sagt das Gleiche, was es gibt so viel, was ich hier gerade sagen will. Der Karl Friedrich von Weizsäcker hat sich geäußert. Ich habe darüber einen Blogartikel geschrieben, ist ganz neu oder ein paar Wochen alt, wo Heisenberg und die verschiedenen religiöse Physiker dem Atheismus in der damaligen DDR gegenübergestellt wurden. Da waren ein Philosoph des Atheismus in der DDR, ich glaube an der Universität Jena, der hat sich mit diesen religiösen Physikern, ne, Heisenberg, Albert Einstein, Max Planck und noch einige andere werden als die sogenannten religiösen Physiker bezeichnet. Und da sagt der Atheist, ja gut, ihre Religion steht völlig unabhängig von der Wissenschaft. Also das eine und das andere hat nichts miteinander zu tun. Und insofern sagt dieser Atheist, ja gut, lass die mal ihren, die können ja von mir aus religiös sein, aber was hat das mit ihrer Wissenschaft zu tun? Also aus der modernen Wissenschaft folgt nicht zwangsläufig oder irgendwie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass man religiös sein müsse. Das sind aber die Fragen, die damals diskutiert wurden. Und dieser Atheist, der ist kurz nachdem er diese Äußerung getan hat, die da in dieser Radiosendung, die ich da ausgewertet habe, gemacht hat, ich werde das alles verlinken, der ist dann kurz danach entlassen worden. Der war vorher sehr stark vorne an der Spitze des geistigen Lebens in der DDR und kurz danach ist er entlassen worden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Was ist denn da damals? Das war 1961 oder so in dem Bereich oder 69, weiß ich es gerade nicht. Und dann war der weg vom Fenster und der hat dann irgendwo an einem ganz abseitigen Universität noch seine Lehren verbreitet, aber der sollte nicht Einfluss nehmen auf das geistige Leben der DDR. Das sieht man, meines Erachtens sieht man daran, dass selbst in der atheistischen DDR man gar nicht den geistigen Fortschritt wollte, sondern dass da Monotheisten, letztlich ist es kann ja nur im Interesse des Monotheismus sein, wenn der Atheismus seine Dinge nicht klar klärt. Im Zusammenspiel mit den Diskussionen der modernen Zeit. Das war da nicht erwünscht in der DDR. Das fand ich sehr interessant. Das aber wieder wäre ein anderes Video. Jetzt, aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Oh, jetzt bin ich. Oh, naja. Jetzt bin ich, da weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Jedenfalls die Kindheitserinnerungen. Ja, also Heisenberg sagt, und diese Schrift ist schon so ein bisschen das, was der Karl Friedrich von Weizsäcker in der Radiosendung dann gesagt hat, das ist noch nicht gemacht worden, dass man, ja, war ja auch nicht veröffentlicht, diese Schrift zu der Zeit. Das ist noch nicht gemacht worden, dass diese Physiker jetzt gezeigt haben, in welchem Zusammenhang ihre religiöse Grundverständnis der Welt eigentlich mit ihrem wissenschaftlichen Weltbild steht. Das ist nicht gemacht worden. Und Karl Friedrich von Weizsäcker war ja Philosoph. Der war ja, da kann man sich dann fragen, hat er es denn dann gemacht? Ne, diese Frage habe ich für mich noch nicht geklärt. Aber es sind lauter Fragen, die da im Raum stehen. Aber hier in dieser Schrift ist das natürlich schon sehr grundlegend versucht worden. So, und ja, und der Werner Heisenberg, und vor allem, ja, und der Werner Heisenberg macht das anhand, also man spürt ganz deutlich durch, dass er mehrere ganz wesentliche, zentrale, eigene Erlebnisse in seiner eigenen Biografie hier mit in seine Philosophie mit einarbeitet. Also er sagt nicht, dass die Wissenschaft und das eigene persönliche Leben völlig unabhängig voneinander, also keine Bedeutung zueinander haben, sondern er bringt seine persönlichen Lebensentscheidungen, seine persönlichen Lebenserfahrungen, sein wesentlichstes persönliches Erleben bringt er in Zusammenhang mit der Formung seines Weltbildes anhand der Wissenschaft. Ja, das ist sehr komplex, da kann man wirklich viel dazu sagen, denn das geht, und er fängt nämlich hier mit den Kindheitserinnerungen an als Physiker. Und das ist, finde ich, genial, finde ich einfach genial. Also das ist schon sehr mutig. Beziehungsweise vielleicht doch wieder nicht so mutig, denn die Schrift wurde ja dann nie veröffentlicht vor seinem Lebensende. Und ganz ehrlich, hier ist so viel deutlicher manches gesagt als in. Ich habe ja diese Schrift ausgewertet. Ich wollte eigentlich einleiten, hier. Diese Schrift habe ich ausgewertet und ich wollte sowieso, na, wenn man nicht alles durcheinander bringt. So, also jetzt die Kindheitserinnerungen reichen zurück in Raum und Zeit eng begrenzte Welt. Eine Welt, in der Bedeuten und Sein noch nicht getrennt waren und in der wir mit magischer Kraft die Wirklichkeit nach unseren Wünschen und Vorstellungen formen konnten. Ja, das kann man bei Kindern sehen. Das kann man bei Kindern sehen. Die tauchen mit einem Schlag völlig eine andere Welt ab. Magisch, mit magischer Kraft. Und also der Übergang von dieser Fantasiewelt in die Realität ist fließend. Also der geht ganz schnell. Ja. Die treffen sich. Also ich hab ja Kinder und die treffen sich mit ihren Freunden und dann spielen die irgendwas. Also die schlüpfen dann sofort in eine Rolle. Und der andere auch, und dann, also
Das gibt es in der Erwachsenenwelt so nicht mehr, so ungenau. Genau davon redet hier auch der Heisenberg. Wie war das doch damals? Der Faden aus dem Nähkorb der Mutter auf den Boden gelegt, ist das hohe Seil des Akrobaten, der am vergangenen Sonntag auf dem Jahrmarkt seine Kunststücke zeigte. Und ich bin der Akrobat. Ein Stück Holz ist das Pferd, das mich als Reiter trägt. Es ist wirklich das Pferd. Die materiellen Eigenschaften des Steckens sind nur Schein. Und ich habe auch so Steckenpferde geritten, also ganz wirklich mit 12 Jahren noch, weiß ich ganz genau. Und der Heisenberg hat recht. Also tatsächlich, der Stecken ist nicht der Stecken gewesen. Im Lauf der Jahre weitet sich die Welt. Ja, das sind alles so wesentliche Sachen. Ich sage euch auch, warum das noch wesentlich ist. Ja, wenn man heutzutage Kinder nur noch Computerspiele spielen lässt, dann können die solche Erfahrungen gar nicht mehr machen. Man müsste sich wirklich mal Gedanken machen, was bewirken Computerspiele für die Welterfahrung, für die Wirklichkeitserfahrung? Was bewirken die? Können denn, ja, na, das aber nur mal am Rande. Das ist schon mal ganz gut, wenn man auch noch mit der Realität irgendwo in Kontakt ist. Ja, könnte ich mir vorstellen. So, jedenfalls egal. Da erscheint in unserer Erinnerung ein anderer Tag. Ja gut, also er geht hier alle möglichen Sachen durch aus seiner eigenen Biografie. Ja. Genau, also gut, dann lese ich es weiter. Das Kind besteigt eines Morgens wie schon so oft die Schaukel im heimatlichen Obstgarten und schaut über die Wiesen hinunter zum Fluss und auf die Höhen am anderen Ufer. Alles ist wie früher, doch auf einmal fängt der Kirchturm drüben jenseits der Brücke an, in der Sonne zu glänzen. Das Leuchten breitet sich aus über die Brückenpfeiler und die Pappeln in der schrägen Wiese. Es steigt mit den Windungen des Feldweges hinauf bis zum großen Holzlager und von dort zum Buchenwald auf der Höhe, bis sich wie mit einem Zauberschlag die ganze Welt verwandelt hat. Zum ersten Mal, wenn auch nur für kurze Zeit, betritt das Kind den neuen Bereich der Wirklichkeit. Den neuen Bereich der Wirklichkeit nur über seine Wahrnehmung. Es ist ja nichts anders geworden außen. Ja, vielleicht hat sich die Sonneneinstrahlung sich geändert, aber es ist ein neuer Bereich der Wirklichkeit, in dessen Allerheiligstem später die Liebe wohnt. Es wird noch manche Jahre dauern, bis die kindliche Welt ganz versunken ist, aber zwischen der Wirklichkeit, die das Kind umgibt, und jener späteren gibt es keinen allmählichen Übergang. Der Ton der Silbersaite, von der Gottfried Keller gesungen hat, kann von keiner anderen Saite erklingen. So, was auch immer Herr Heisenberg damit sagen will, aber man merkt, er redet über Sachen, die nichts mit der Physik zu tun haben. Ne? So, und jetzt geht es nämlich gleich weiter. Er geht dann auch nochmal die geschichtlichen Erfahrungen der Völker durch. Ja? In der Blütezeit Griechenlands fand sich der Grieche in einer von Göttern und Dämonen ringsum belebten Welt. Unzählige Spuren verbanden die Gegenwart mit der mythischen Vorzeit. In der Einsamkeit der Wälder war die Nähe Pans unmittelbar zu spüren und in Gottesdiensten konnte der Gott in einer Weise gegenwärtig sein, die von uns wohl nicht mehr nachvollzogen werden kann. Das sind so Sachen, die man sich, als Historiker macht man sich über sowas Gedanken. Also wie haben Menschen in früheren Jahrtausenden eigentlich die Wirklichkeit erfahren? Und das ist genau seine Frage. Also man kann Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich erfahren und erleben. Die Geschichte lehrt, so schreibt er dann weiter, dass diese Kraft zum Leben in nicht materiellen Zusammenhängen. Das ist das Grundthema meines Videokanals. Wie lebt man eigentlich in nicht materiellen Zusammenhängen? Die Geschichte lehrt, dass diese Kraft zum Leben in nicht materiellen Zusammenhängen in späteren Zeiten geringer geworden ist. In der späthellenistischen Zeit zeigt die Ausbreitung von Naturwissenschaft und Technik deutlich, wie die gesetzmäßigen Zusammenhänge der materiellen Welt in der Wirklichkeit an Kraft gewinnen. Ja, dass der Mensch jetzt immer mehr nicht mehr die Götter und die mythischen Gestalten der Vorwelt wahrnimmt für seine Wirklichkeitswahrnehmung, sondern jetzt plötzlich hier die materiell vorhandene Welt, ne, und wie sie funktioniert, dann baut man riesengroße Wasserleitungen und so weiter. Dann aber bedeutet der Einbruch des Christentums eine plötzliche, unvermittelte Wandlung der Wirklichkeit. Wiederum, also jetzt, wo ich es vorlese, verstehe ich die Schrift schon wieder besser. Also es geht ihm tatsächlich darum, Ordnung der Wirklichkeit. Jede Seinsebene hat eine unterschiedliche Wirklichkeit. Da ist eine unterschiedliche Wirklichkeit, da gibt es unterschiedliche Ordnungs- und Wirklichkeitszusammenhänge. Aber auch der Mensch selbst im Verlauf seines Lebens und im Verlauf der Geschichte nimmt Wirklichkeit immer wieder völlig anders wahr. Und dann kann ich natürlich auch die goethische Wirklichkeitswahrnehmung mit der newtonschen Wirklichkeitswahrnehmung harmonisieren, weil ich einfach sage, der eine nimmt so wahr, der andere so, aber beides hat sein eigenes Gewicht.
Ja, also das eine wird nicht durch das andere bedeutungslos, sondern ergänzt sich vielleicht sogar. Jetzt versuche ich hier mal so eine kleine Deutung von dem, was der Heisenberg hier. Ich werde die Schrift noch mal lesen müssen, denn ich habe nicht alles verstanden. Denn jetzt wollte ich ja gleich rüberspringen zu den schöpferischen Kräften, nämlich zu der Kraft, in nicht materiellen Zusammenhängen zu leben. So. Um diese Kraft geht es hier in dieser Schrift. Dazu muss man erst das Endkapitel gelesen haben, um das zu verstehen. Aber bevor ich das Endkapitel vorlesen wollte, da redet er nämlich auch wieder von seiner eigenen Biografie. Und da habe ich mir nochmal so ein paar biografische Stationen angeschaut. Und zwar redet er vom Jahr 1920. Und um das zu verstehen, wollte ich nochmal kurz aus dem Kapitel vorlesen über das Jahr 1920. Da war er 20 Jahre alt. Er ist im Jahr 1900 geboren. Und da war ja Revolution in Deutschland und so weiter. Und darüber erzählt er ja ganz viel. Er hat ja gegen die Münchner Räterepublik gab es ja Kämpfe, und in den Kämpfen war er beteiligt. Und gleichzeitig hat er immer Plato gelesen, Platon, die platonische Philosophie. Was auch sehr, sehr interessant ist. Er hat schon in seiner Jugend Platon gelesen. So. Die Beunruhigung blieb und wurde für mich ein Teil jener allgemeinen Unruhe, die die Jugend in Deutschland ergriffen hatte. Wenn ein Philosoph vom Range Platos Ordnungen im Naturgeschehen zu erkennen glaubte, die uns jetzt verloren gegangen oder unzugänglich sind, was bedeutet das Wort Ordnung überhaupt? Ist Ordnung und ihr Verständnis an eine Zeit gebunden? Genau das ist ja der Grundgedanke später dieser Schrift hier, die ich hier behandle. Wir waren in einer Welt aufgewachsen, die wohlgeordnet schien. Unsere Eltern hatten uns die bürgerlichen Tugenden gelehrt, die für die Aufrechterhaltung jener Ordnung die Voraussetzung bilden. Und heute gibt es immer mehr Menschen, die sich an die alte Kaiserzeit wieder orientieren und sich diese alte Ordnung zurückwünschen. Und wir können ja mal gucken, wie der Werner Heisenberg damit umgeht. Dass es zu Zeiten auch notwendig sein kann, für ein solches geordnetes Staatswesen das eigene Leben zu opfern, das hatten schon Griechen und Römer gewusst, das war nichts Besonderes. Heute schon eher, ne? Der Tod vieler Freunde und Verwandter hatte uns gezeigt, dass die Welt ebenso ist. Aber nun gab es viele, die sagten, der Krieg sei ein Verbrechen gewesen. Und zwar ein Verbrechen eben jener Führungsschicht, die sich für die Aufrechterhaltung der alten europäischen Ordnung vor allem verantwortlich gefühlt hatte, die geglaubt hatte, ihr auch dort Geltung verschaffen zu müssen, wo sie mit anderen Bestrebungen in Konflikt geriet. Und der Werner Heisenberg hat mal einen Vortrag von Albert Einstein besuchen wollen, damals, als er junger Student war. Und da waren die Gegner Albert Einsteins, also die Antisemiten, waren damals, haben da Flugblätter verteilt. Und der Heisenberg der konnte damit gar nicht umgehen, dass selbst in die reine Welt der Wissenschaft diese ganzen politischen Leidenschaften reingetragen wurden, und der ist weggelaufen, der ist abgehauen, der wusste gar nicht, der hat den Vortrag dann nicht mehr angehört. Also so stark hat er darunter gelitten, unter diesen politischen Leidenschaften, und vor allem darunter gelitten, dass diese politischen Leidenschaften bis in die erhabene reine Welt der Naturwissenschaft hineinschwappen. Und ich glaube, von dieser Unruhe redet er hier. Das hat ihn wirklich beunruhigt, ja. Wenn er aus dem Vortrag wegläuft, nur weil da Flugblätter verteilt werden, das ist dann schon sehr krass. Der hat darunter gelitten. So. Die alte Struktur Europas war jetzt durch die Niederlage zerbrochen. Auch das war nichts Besonderes. Wo es Kriege gibt, muss es Niederlagen geben. Aber war dadurch der Wert der alten Struktur grundsätzlich in Frage gestellt? Kam es nun nicht einfach darauf an, aus den Trümmern eine neue, kräftigere Ordnung aufzubauen? Oder hatten jene recht, die auf den Straßen von München ihr Leben dafür opferten, die Rückkehr einer Ordnung alten Stils überhaupt zu verhindern, ne, die Kommunisten, und stattdessen eine zukünftige zu verkünden, die nicht mehr eine Nation, sondern die ganze Menschheit umfassen sollte? Obwohl diese Menschheit außerhalb Deutschlands in ihrer Mehrheit vielleicht gar nicht daran dachte, eine solche Ordnung errichten zu wollen. In den Köpfen der jungen Menschen gingen diese Fragen wirr durcheinander, und auch die Älteren konnten uns keine Antworten mehr geben. So fiel in die Zeit zwischen der Lektüre des Timaios von Platon und der Wanderung auf den Höhen am Starnberger See. Davon hat er vorher erzählt, er ist ja in der Jugendbewegung aufgewachsen, das habe ich noch nicht, hatte ich in früheren Videos ja schon erzählt. Er hat also eine Wandervogelgruppe geleitet. Also die haben sich Pfadfinder genannt, irgendeine Wandervogelgruppe. So.
So fiel in die Zeit zwischen der Lektüre des Themaios und der Wanderung auf den Höhen am Starnberger See noch ein weiteres Erlebnis, das erheblichen Einfluss auf mein späteres Denken gewonnen und über das hat und über das ich das berichtet werden muss, bevor das Gespräch über die Welt der Atome wieder aufgenommen werden kann. Einige Monate nach der Eroberung Münchens durch die konservativen Kräfte, ne? Durch die Freikorps. Einige Monate nach der Eroberung Münchens waren die Truppen wieder aus der Stadt ausgezogen. Wir besuchten die Schule wie vorher, ohne viel über den Wert unseres Tuns nachzudenken. Die Schule selbst, das Leopold-Gymnasium, war Standort der Truppen gewesen und so weiter und so weiter. Also da ist ganz viel passiert. Da geschah es an eines Nachmittags, dass ich auf der Leopoldstraße von einem mir unbekannten Jungen angesprochen wurde. Weißt du schon, dass sich in der nächsten Woche die Jugend auf Schloss Prunn versammelt? Wir wollen alle mitgehen und du sollst auch kommen. Alle sollen kommen. Wir wollen uns jetzt selbst überlegen, wie alles weitergehen soll. Seine Stimme hatte einen Klang, den ich bis dahin nicht gehört hatte. So beschloss ich, nach Schloss Prunn zu fahren. Kurt wollte mich begleiten. Also Kurt ist einer aus seiner Wandervogelgruppe. Schloss Prunn, ich habe es gerade recherchiert, das ist im Altmühltal. Das Altmühltal, das muss wohl sehr oft Ziel der Wanderung von Werner Heisenberg gewesen sein. Das ist ja nördlich von München oder nördlich von Augsburg sogar. Das muss ich echt auch selber nochmal durchwandern. Da scheint ja viel passiert zu sein im Altmühltal. Also jetzt auf Schloss Prunn. Die Eisenbahn, die damals noch ganz unregelmäßig verkehrte, brachte uns erst in vielen Stunden ins untere Altmühltal. Es war wohl in. Oh, jetzt geht noch auch noch die Donau hier und bla bla bla. Ich wollte nicht so viele hier vorlesen, ich habe noch anderes vor. Ich war viel zu unsicher. Achso, dann auf der Burg wurde dann eben ganz viel. Im Schlosshof, in dessen Mitte ein alter Ziehbrunnen stand, waren schon größere Scharen versammelt. Die meisten waren noch Schüler, aber es gab auch Ältere darunter, die als Soldaten alle Schrecken des Krieges miterlebt hatten und in eine veränderte Welt zurückgekehrt waren. Viele Reden wurden gehalten, deren Pathos uns heute fremd anmuten würde. Ob das Schicksal unseres Volkes oder das der ganzen Menschheit für uns wichtiger wäre, ob der Opfertod der Gefallenen durch die Niederlage sinnlos geworden sei. Ob die Jugend sich das Recht nehmen dürfe, ihr Leben selbst nach eigenen Wertmaßstäben zu gestalten, ob die innere Wahrhaftigkeit wichtiger sei als die alten Formen, das ist alles die Wandervogel, man hört schon durch die Wandervogelformel, ne? Die freideutsche Jugend will nach eigener innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten und so weiter. Ob die innere Wahrhaftigkeit wichtiger sei als die alten Formen, die für die Jahrhunderte das Leben der Menschen geordnet hätten, über all dies wurde mit Leidenschaft gesprochen und gestritten. Ich war viel zu unsicher, um mich an diesen Debatten zu beteiligen, aber ich hörte zu und dachte über den Begriff der Ordnung selbst nach. Die Verwirrung im Inhalt der Reden schien mir zu zeigen, dass auch echte Ordnungen miteinander in Widerstreit geraten können und dass dann durch diesen Kampf das Gegenteil von Ordnung bewirkt wird. Dies war, so schien mir doch nur möglich, wenn es sich um Teilordnungen handelte und so weiter und so weiter. Ne? Also diese Zerrissenheit daran runter hat er gelitten. Und darüber hat, das hat ihm zum Nachdenken gebracht. Wahrscheinlich auch zur Physik, ich habe es jetzt nicht genau detailliert, aber natürlich, das geht mir genauso, weil man diese ganze Zerrissenheit, die man bis in die Familien hinein erlebt, ja, durch die Politik, ja, oder durch die Wirklichkeitswahrnehmung der Politik ja heute, ja, wie nehme ich Politik wahr? Was für eine Wirklichkeit nehme ich wahr in der heutigen Politik? Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ne, das wissen wir. Da will ich nicht dran erinnern, weil mich das zerreißt mich genauso, ja. Und wo ist jetzt eigentlich eine Ordnung, die für alle gültig ist? Das ist meine Frage. Und ich glaube, das ist exakt seine Frage. Das Fehlen dieser wirksamen Mitte, ne, die Mitte war verloren gegangen, wurde mir immer quälender bewusst, je länger ich zuhörte. Ich litt fast physisch darunter. Aber ich wäre selbst nicht imstande gewesen, aus dem Dickicht der widerstreitenden Meinungen einen Weg in den zentralen Bereich zurückzufinden. So vergingen Stunden und es wurden Reden gehalten und Streitgespräche geführt. Die Schatten auf dem Burghof wurden länger und schließlich folgte dem heißen Tag eine graublaue Dämmerung und eine mondhelle Nacht. Jetzt kommt die Atmosphäre der Wandervogelbewegung, der Romantik. Die Schatten, ja. Immer noch wurde gesprochen, aber dann erschien oben auf dem Balkon über dem Schlosshof ein junger Mensch mit einer Geige. Und als es still geworden war, erklangen die ersten großen D-Moll-Akkorde. Der Chaconne von Bach über uns. Da war die Verbindung zur Mitte auf einmal unbezweifelbar hergestellt. Das vom Mondlicht übergossene Altmühltal unter uns wäre Grund genug für eine romantische Verzauberung gewesen. Aber das war es nicht. Die klaren Figuren des Chaconne waren
Wie ein kühler Wind, der den Nebel zerriss und die scharfen Strukturen dahinter sichtbar werden ließ. Man konnte also vom zentralen Bereich sprechen. Das war zu allen Zeiten möglich gewesen, bei Plato und bei Bach, in der Sprache der Musik oder der Philosophie oder der Religion. Also musste es auch jetzt und in Zukunft möglich sein. Das war das Erlebnis. Ja, das geht dann noch weiter. Der Rest der Nacht verbrachten wir an Lagerfeuern und auf der Waldwiese, bla bla bla, sangen zur Gitarre. Es erwies sich übrigens als, also, man muss immer alles fragen. Der junge Geiger, schon ein Student, setzte sich zu unserer Gruppe und spielte Menuette von Mozart und Beethoven, dazwischen alte Volkslieder, und ich versuchte ihn auf meiner Gitarre zu begleiten. Er erwies sich übrigens als ein lustiger Kamerad, der sich nicht gern auf die Feierlichkeit seiner Darstellung der Chaconne von Bach anreden ließ. Als es doch geschah, fragte er zurück: Weißt du, in welcher Tonart die Posaunen von Jericho geblasen haben? Nein, natürlich auch in D-Moll. Wieso? Weil sie die Mauern von Jericho demoliert haben. Unsere Empörung über den Karlauer konnte er sich nur durch schnelle Flucht entziehen. So, gut, also junge Leute, gut, aber mit einer gewissen Reife. Und das ist im Jahr 1920 gewesen auf Schloss Brunn. Ich habe das nur deshalb vorgelesen, weil es nämlich in diesem Text auch wieder Bezug genommen wird auf ein Schloss im Altmühltal. Also, jetzt geht's weiter. 40 Minuten schon, aber ich krieg die Kurve jetzt. So. Denn jetzt kommt ein Text. Also dieser Text ist ja, weiß nicht, Anfang der 60er Jahre geschrieben worden. Dieser Text in den 40er Jahren schon. Ich denke mal, der hat sich auch Gedanken gemacht. Das war der Zweite Weltkrieg. Er war Soldat, er ist eingezogen worden. Also wie das Schicksal sein würde, wie man durch den Zweiten Weltkrieg lebend hindurchkommt, war für niemanden damals klar und auch für ihn nicht. Und ich glaube, das war so eine Art Testament zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Da musste er danach nicht veröffentlichen, weil er hat ja den Krieg überlebt und konnte noch viele Vorträge halten. Aber wenn er gestorben wäre, dann wäre dies sein Testament gewesen. Und ich finde, das ist ein gutes Testament. Also, ne? Also jetzt wollen wir mal sehen, was da so steht. Und zwar die schöpferischen Kräfte. Die Schicht der Wirklichkeit, die uns mit dem Ewigen verbindet, davon war auch gerade eben die Rede, nämlich in der Chaconne von Bach, ist die zentrale Mitte sofort da. So. Und darüber muss einfach geredet werden. Ne? Wo ist eigentlich die zentrale Mitte? Ist die in diesen blöden politischen Diskussionen, die wir heute führen? Ist sie da drin, die zentrale Mitte? Natürlich nicht. Es ist ganz merkwürdig, dass man daran erinnern muss. An solche eigentliche Banalität. Es ist fast empörend, dass man daran erinnern muss. Aber sehr viele Leute muss man leider daran erinnern, dass dort die zentrale Mitte nicht zu finden ist. Und dass wir nur, eine neue Ordnung kann nur aus einer zentralen Mitte heraus geboren werden. Nicht aus dem ganzen Quark. Also auch nicht, dann denken sich viele Leute, ja, der Trump, der macht das so genial, ja. Ich sag dazu nichts. So, jetzt, also da ist, oder er lebt hier irgendwo eine zentrale Mitte, also ein Mensch, der eine zentrale Mitte in sich lebt, oder wenn da hinter dem Trump irgendwelche Leute stehen, die aus einer solchen zentralen Mitte, wie der Heisenberg hier, von der Heisenberg hier versucht zu reden, wenn es die gäbe, würde man das spüren? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Spürt ihr da was? Das ist doch nur Politik, das sind doch nur Gedanken. Da ist doch nichts Erhebendes, nichts Lebendiges dabei. Naja, also denkt, was ihr wollt. Ich will jetzt weiter von Heisenberg reden. So, die Religion. Also, er geht hier die ganzen Schichten durch und zum Glück von Goethe die ganzen Wirklichkeitsschichten und dann gibt es eben etwas. Ethik, da komme ich gleich nochmal zurück auf die Ethik, das wollte ich noch da zum Schluss. Aber dann kommt die religiöse Ebene, Seinsebene, und dann kommt die Genialität. So, aber jetzt redet er erstmal von der Religion. Und das sind Sätze, die haben es in sich. Alle Religion beginnt mit dem religiösen Erlebnis. Über den Inhalt dieses Erlebnisses wird man sehr verschieden sprechen, je nachdem man ihm gewissermaßen von innen oder von außen begegnet. Wenn es, ja, ganz wesentlicher Satz, ne? Wenn ich ein religiöses Erlebnis habe, selber habe und das selbst erlebe, dann werde ich natürlich anders darüber reden, als wenn ich einen anderen darüber reden höre, der ein religiöses Erlebnis hat. Das ist ein Unterschied. Das sind Sachen, die man erstmal hervorheben muss. Oh, mein Akku ist leer. Ach du lieber, was passiert denn hier alles? So, schauen wir, schaffen wir, ob es noch durchhält. Boah, habe ich ein Kabel hier? Nee. Ah, so. Also. Ich krieg's doch nicht hin. Mann, oh Mann. Wir können. Ah, schade.
Also über den Inhalt dieses Erlebnisses aber wird man sehr verschieden sprechen, je nachdem, ob es von innen oder von außen begegnet. Wenn es uns selbst angeht, so können wir vom Inhalt des Erlebnisses überhaupt nur in Gleichnissen reden. Wir können etwas, also er redet von sich, wenn es uns selbst angeht, nur in Gleichnissen reden. Wir können etwas sagen, dass uns plötzlich die Verbindung mit einer anderen, höheren Welt in einer für das ganze Leben verpflichtenden Weise aufgegangen sei. Wir können etwas sagen, dass uns plötzlich die Verbindung mit einer anderen, höheren Welt in einer für das ganze Leben verpflichtenden Weise aufgegangen sei. Ja, ich denke gerade sehr viel mit. Also im Hintergrund ist natürlich der Gedanke, den der Atheist da schon gesagt hat. Ja, muss das jetzt zwangsläufig, muss man dazu Wissenschaftler sein, um diese Erfahrung zu haben? Natürlich nicht, sagt ja Heisenberg auch gar nicht. Jetzt müsste man wieder fragen, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich mit der wissenschaftlichen Weltbild, was wir heute so haben? So, oder dass uns in einer bestimmten Situation Gott unmittelbar begegnet sei und zu uns gesprochen habe. In Klammer, ich selbst würde zum Beispiel hier zuerst an die Nacht auf dem Söller der Ruine Pappenheim im Sommer 1920 denken. Klammer zu. Deswegen habe ich das Ganze vorgelesen. Also Ruine Pappenheim ist auch irgendwo im Altmühltal. Sommer 1920, also scheinbar vielleicht zur gleichen Zeit. Also da ist ihm dieses Erlebnis widerfahren, dass uns plötzlich die Verbindung mit einer anderen, höheren Welt in einer für das ganze Leben verpflichtenden Weise aufgegangen ist. Wir können es so ausdrücken, dass uns mit einem Male der Sinn unseres Lebens klar geworden sei. Ne, vielleicht hat das auch was mit der Chaconne von Bach zu tun gehabt. Und dass wir nun sicher zwischen Wertvollem und Wertlosem zu unterscheiden wüssten. Ja, alles andere, was ich hier, da kommt noch ein schöner, er zitiert hier den Dichter, wie heißt er, Rilke, und welches sein großer Zeitgenosse, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, wer je die Flamme umschritt, bleibe der Flamme Trabant. Dieses Bewusstwerden der anderen, höheren Welt ist dabei etwas, das ganz unvermittelt gewissermaßen von außen an uns herantritt, sodass wir gar nicht daran zweifeln können, dass eben eine andere Welt uns plötzlich gegenübersteht und uns fordert. Dabei berührt uns diese andere Welt doch auch wieder als etwas, das wir längst kennen, das uns von Anbeginn des Lebens an vertraut gewesen ist. So wie uns bei der Rückkehr zu einer Stätte unserer Kindheit etwa der Geruch des heimatlichen Hausflurs wie durch einen Zauber die längst vergangenen Tage gegenwärtig machen kann, so berührt uns der Atem jener anderen Welt, als sei er uns schon in einer aller Erinnerung entrückten Zeit begegnet. Und wie auch der Atem jener anderen Welt. So kann ein Physiker, ein deutscher Physiker reden. Ja. Und wie auch immer das Bild sein mag, mit dem wir das Erlebte in Worte zu fassen suchen, die Verpflichtung bleibt für unser ganzes Leben und wird von uns anerkannt, auch wenn wir ihr nicht genügen. Auch das geht dann, wenn man nicht genügt, was ist dann? Ne? Also das war mir ganz wichtig, das hier gelesen zu haben, weil dann versteht man das Leben von Werner Heisenberg. Im Jahr 1920 schon fühlt er sich dem Göttlichen verpflichtet, weil das sehr. Ne, weil ihm diese höhere Welt mit einem Mal aufgegangen ist. Und dann versteht man natürlich seine ganzen Lebensentscheidungen, insbesondere auch in Bezug auf Frauen, versteht man dann sofort. Denn darüber habe ich einen Artikel geschrieben, ne, dass der Nobelpreis für ihn überhaupt keine Bedeutung hat bei der Frage, ob sein Leben ein gelungenes Leben sein wird. Und jetzt versteht man, warum das so wichtig war, warum ihm da die Liebe ein viel wichtigerer Bereich war als der Nobelpreis oder die Wissenschaft. Weil er eben hier sagt, es ist eine Verpflichtung aufgegangen und an dieser Verpflichtung kann man scheitern. Das geht nämlich weiter. Ne? Wer wirklich im Laufe des Lebens diese Verpflichtung vergessen sollte und ihr gegenüber gleichgültig wird, der hat den Zugang zum wertvollsten Teil des menschlichen Lebens verloren. Und dann wieder Zitat aus diesem Dichter da, George, ne? Stefan George. Nur wenn sein Blick sie verlor, eigener Schimmer ihn trügt, fehlt ihm der Mitte Gesetz, treibt er zerstiebend ins All. Ja, also dass der Heisenberg sich dieser Sachen so klar bewusst gewesen ist und das auch so klar hier zum Ausdruck bringt, da könnte man noch mehr daraus vorlesen. Ich will das aber abkürzen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der Akku mir schlapp macht. Ich wollte noch vorher, also eine Seite vorher, redet er nämlich über die Ethik. Und bei der Ethik, da sagt er, wozu dient Ethik? Und das ist so genial, was er hier schreibt. Wozu dient Ethik? Es dient dazu, die schöpferischen Kräfte der Seele zu beeinflussen.
um die Kräfte der Seele zu erhalten und zu stärken, um die schöpferischen Kräfte der Seele zu bewahren. Also jetzt nochmal, ich habe es nur als Paraphrase. Die religiösen, also dass eben alle ethischen Lehren, die Religionen formulieren, die drehen sich immer nur darum, die schöpferischen Kräfte der Seele zu erhalten und zu stärken. Also über solche Dinge wäre zu reden, wenn wir eine neue Gesellschaft schaffen wollen, eine neue Welt schaffen wollen. Welche Sittengesetz, welche Ethik brauchen wir, dass die schöpferischen Kräfte der Seele erhält? Um das zu benennen, weiß man sofort, wo das ganz bestimmt nicht zu finden ist. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.